So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin der Zubarok und die Straße ist fertig. Ich drehe durch. Ach, ist das schön. Ja, dann dürft ihr gleich gerne die andere Seite auch noch machen, wenn ihr schon dabei seid. Ach, hier mit Lampe und mit allem Dumm und dran. Komm hier, so, ne? Ach Mist, hä? Was ist denn da? Warum ist denn da so ein... Okay, na gut, so. Ist denn da so ein... Muss man nicht wissen, aber es ist halt so. Bis dahin, ne? So. Haut rein, macht das fertig. Nicht? Denn, kann das schon mal losgehen. So, wir machen ja wieder einen kleinen Gewinn, ne? 36.000. Letzten Monat? 188.000. Ach, ist das hier? Das ist doch... Ist das nicht schön? Wie gesagt, am liebsten den Kredit da wegkramen. Dass wir den irgendwie loswerden. Das wäre schon super. Aber wir können auch versuchen, hier schon mal anfangen, das Schienennetz weiter auszubauen. Ich weiß mir nicht, wie teuer das ist. Wir können ja mal gucken, ne? Ich meine, gucken kostet ja nichts. Mal auf, geht es von da? Was geht denn das? Ach du Himmel. Bis dahin. Gehen wir bis dahin und. Ah, okay. 112.000 geht schon mal da durch. Ach du großer Gott, bis dahin. Wenn ich jetzt wüsste. Das denn hier gerade angeklemmt ist. Sieht aber ganz so noch aus, ne? Auf jeden Fall teuer. 119.000. Gehen da schon mal für weg. Ich würde sagen, das machen wir, ne? Dann ist das Wesen ein bisschen schneller. Bau das mal fertig. Auch wenn es teuer ist. Nützt ja nix. So. Zup, fertig. Boah, super. Dann haben wir das schon mal soweit. Dann mache ich mal auf Pause. Wollen wir hier noch das eine wegnehmen, das andere wegnehmen. Gleis abreißen. Und zwar dieses Gleis. Kann weg. Dann sind das ganz normale. Die sehen wir weg. Mit dem ganz normalen hier nicht hin. What? Wo ist denn das Problem? So. So rum. Ne? Ah, jetzt geht's. Ah, so. Alles klar. Sehr schön. So, hier nochmal wegnehmen. Von da nach dort. Das nochmal so rum. So. Müsste alles passen, ne? Stimmt, ja. So, das müsste jetzt gehen. Haben wir das schon mal durch? Fehlt uns nur noch das Stückchen hier und das Stückchen. Oh Gott. Gut, das dauert auch ein bisschen länger. Ich dachte, das ging ein bisschen schneller, aber na gut. Wesen etwas. So, was haben wir hier drin? Löppt. Was hast du mit? 36 Tonnen. Immerhin etwas, nicht? So, hier wird gerade die Ausgesaat vorbereitet. Wie weit sind wir hier? Kriegen wir das noch fertig? Das ist fertig, das ist fertig. Was ist mit dem hier? Sollen wir hier ein bisschen unter die Arme greifen oder was? Oder wie soll man sagen, ne? Ja, machen wir mal. Wir greifen mal kurz unter die Arme. Und
Da auch nochmal fix. So, und hier auch nochmal fix, ne? Wupp, was fehlt da in der Mitte noch? Ach du Himmel. So. Ich hoffe, das passt hier auch noch mit. Jo, passt alles mit rein. Gut. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wie viele Felder der überhaupt aufnehmen kann. Ich glaube, einen ganzen Arschvoll, ne? Also eine ganze Menge. Glaube ich. So, die hat er mit drin. Haben wir irgendwie einen Traktor, der neben rumsteht? Ich glaube nicht, ne? Sind alle weg. Wir 8, 9, 10 Stück. Hier 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alle unterwegs. Gut, die reißen was weg. Wir haben schon wieder März, ne? Mein Gott, du. Bin mal gespannt. Hoffentlich kriegen sie das hin hier. Feld 3. Wo ist denn der Traktor hier? Krieg ich den zu fassen? Ich glaube nicht, ne? Doch. Nee, warte mal. Nee, warte. Jetzt. Uiuiui, hat keinen Sprit mehr. Der fährt aber trotzdem noch. Da ist er knallhart. Ich glaube, das wäre eine tolle Sache gewesen, hier irgendwo eine Tankstelle noch einzubauen, ne? Ich glaube, das wäre gar nicht mal schlecht gewesen. Ja, das wäre eine. Das wäre eine. Ja, wäre eine. Wäre was Feines gewesen. Ist aber jetzt, glaube ich, schlecht. Aber so eine kleine Tankstelle haben wir, glaube ich, gar nicht. Oder? Tankstelle. XS. Ja, nee, das passt irgendwie nicht hin. Schade eigentlich. Warum passt hier nicht eine Tankstelle hin? Warum nicht? Hier vielleicht, eventuell, hier zwischen? Oh ja, tatsächlich. Hier passt noch eine Tanke hin. Ja, was kosten uns die denn? Mit Rubel? Kosten uns die? Oh, weißt du was? Da haben wir mal fix eine Tankstelle hingepflanzt. Passt hier oben mal? Die passen sogar noch hier hin, nicht? Das ist ja irre. Da wirst ja irre, wirst ja. Also hier passt auf jeden Fall noch eine hin. Das wäre doof, ne? Die müsste normalerweise hier oben sitzen. Bauen wir da nochmal eine hin. Macht ja nichts. Eine Straße. Gucken wir raus hier. Ich weiß nicht, ob wir in der Mitte noch was durchkriegen. Kriegen wir nicht. Nee, schade. Okay, war eine dumme Idee. Na gut, hätte anders sein können. Egal. Zur Not wird geschoben. Ja, schieb mal einen Trecker, du. Ich glaube, da weißt du, was du gemacht hast. Die wachsen schon vor sich hin. Das ist herrlich. Gut. So. Die sind im Stress. Pflanzen sind fast weg. Hier haben wir ein bisschen, gleich Bäcker rum, keine Pflanzen mehr vorhanden. Okay, wie viele sind hier noch drin? Das ist auch übersichtlich, ne? Muss ich echt mal sagen. Hat er was mit? 8 Tonnen Pflanzen, okay. Die fährt doch bestimmt hier oben rum, ne? Ja, super. Guter Mann, guter Mann. So soll das sein. So, was ist hier los? Warum? Ach, die fahren rein. Ich wollte gerade sagen, die fahren nicht mehr raus. Ach du Himmel. Nee, alles gut. Sieht gut aus. Sehr cool. So. Jetzt müssen wir eigentlich noch den Kreisverkehr hier fertig kriegen. Dann fahren die endlich mal im Kreis rum. Und das hier, das müssen wir alles... Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Die fahren da, glaube ich, nicht drauf, ne? Die fahren da nicht drauf. Also auch nicht einseitig, so wie jetzt hier, ne? Dass sie eine Seite fertig machen und den Verkehr so ein bisschen dran vorbeileiten und so. Aber nein, das machen sie nicht. Gut, ja. Wie ist die Bevölkerung? Lebensmittel sieht gut aus. 26 Arbeitslose. 3.993. Ja, das könnte besser sein hier. Ne? Könnte besser sein. Aber 98 Geburten, nur 38 Todesfälle. Da kannst du auch nicht meckern. Die halten was aus hier. Ne? So. So, wie ist das hier mit...
Sportarten. Das ist das einzige das Problem, was wir haben. Sportarten. Kleine, einer ist mit Kultur so ein bisschen problematisch. Okay, pass mal auf. Wir haben doch hier Tischtennisplatten, oder nicht? Da wollen sie natürlich nichts machen, ne? Ach hier, guck mal. Jetzt können wir gucken. Ach, wie schick doch. Herrlich, ne? Herrlich. So, da sind genug da. Da wollen sie nicht. Schule ist gut. Kneipe funktioniert auch. Stammgäste sind da. Da sind 50, die warten auf diesen... Also, Freunde. Hier ist eine Uni. Ich weiß nicht, ob wir die abreißen sollen. Weil die zu klein ist einfach. Ich glaube, die sollen wir abreißen, ne? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Machen wir. Weil da 39, 40 Leute, die stehen da vor der Tür rum und popeln in der Nase rum. Obwohl die nur ein bisschen weitergehen müssen und dann sind sie da. Warte mal, wo kommen die eigentlich her? Das können die Jungs von hier hinten sein. Die kriegen wir auch nicht dicht daran, ne? Das ist ja das Problem. Auch nicht, wenn wir Untergrundtechnik was machen. Nee, können wir nicht. Das wird noch gebaut? Oder was? Oder wie? Achso, wird noch gebaut. Okay, ist noch gar nicht fertig. Typisch Studenten. Wir wollen ja, aber können nicht. Da hast du recht. Ich glaube, so sieht das auch aus. Ach, du Schande, ja. Schicker Brunnen, muss eine Packung Waschmittel rein. Schaumparty, oh ja, stimmt. Aber das ist echt schick, der gefällt mir. Aber ich habe noch gar nicht gesehen, was in der im Workshop wieder ist. Da ist bestimmt wieder 1000 Leute. Neue, tolle Sachen drin. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Wie gesagt, was hier noch fehlt, ist bei den Bäumen und Zubehör. Wir haben ja Buchenpflanzen, hast du nicht gesagt, hier die Büsche, die sind viel zu groß. Die Büsche sind von der Optik viel zu groß. Das hier noch irgendwo mal so ein Button ist, dass du hier Gras pflanzen kannst. Das ist Gras, Chris, das grün ist. Das wäre nochmal cool. Das fehlt hier irgendwie. Finde ich persönlich. So, was hast du mit? 90! Naja, wir freuen uns auch über kleine Sachen, nicht? Über Kleinigkeiten. So, was ist hier jetzt? Mal gespannt, ob wir die Auswahl hinkriegen. So. Was ist er hier? Er ist fast fertig. Und er hier ist auch gleich fertig. Er ist fertig? Er ist fertig, okay. Wo ist der Traktor? Da. Der tuckert so vor sich hin. Vorsichtig um die Kurve. Jetzt mal richtig Vollgas geben hier. Jo. Alles, was geht. Ja. So, gib Gas. Hoffentlich hält der Tank. Höchstwahrscheinlich nicht. Was mit dem hier? Warte mal, machen wir das hier ran hier. Sprit ist leer. Der Sprit ist leer. Die müssen aber zum Tanken fahren. Das ist das Dumme. Der Weg ist so weit, ne? Sekunde mal. Wir bauen hier noch eine Tanke hin. Oh ja, wir bauen noch ein paar Tankstellen. Ganz verrückt. Wir bauen überall Tankstellen hin. Hier, da. Eine Tankstelle. Aha. Tankstelle. So, da fährst du ran, ne? Weiß Bescheid. Ist der Weg nicht so weit, ne? Hoffentlich fährt er was also jetzt da rein. Biech ab. Biech ab. Biech. Wo will der denn hin? Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass der da wieder hinfährt und dann losfährt zum nächsten Feld. Mhm.
Jungs, ihr seid noch nicht fertig. Hier ist zum Beispiel nichts passiert. Also sag mir jetzt nicht sowas, dass die da noch wieder zurückfahren. Das wäre eine Frechheit. Dann wären wir ja nie fertig. Weil die brauchen ja fast einen Monat, um nach Hause zu kommen. Ja, zum Daddy, zum Thema Mod. Schau dir mal den Betonkornspeicher Wocklau Harbor Grain Store an. Eine schöne Einrichtung für 2000 Tonnen, auch mit Bahnanbindung. Was haben wir hier denn? Für 2000, meinst du 20.000 vielleicht? Weil wir haben hier 10.400 Tonnen. Da Dingens. Oder weißt du das Ding? Hier ist ein anderes, ne? Ja, ist ein anderes. Ich will noch mal gucken, ob ich da noch was anderes finde. Weil der ist schon nicht schlecht und der hat ja auch eine Bahnanbindung. Also hier können wir auch mit der Bahn ranfahren. Über dem hier. Sag mal, sind die jetzt da eingefahren zum Tanken oder was? Habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ich war abgelenkt. Nein. Jungs, die kriegen wir nicht mehr mit, ne? Ich glaube nicht, ne? Oder? Können wir ein bisschen beschleunigen? Ein bisschen helfen? Können wir da helfen? Ich glaube ja, ne? Ich wollte gerne die Felder mit haben, wenn es irgendwie geht. Schwupps. Ich weiß, das kostet. Aber ich wollte gerne mit haben. So. Nimm mit. Wir machen mal. So, das ist fertig. Mach das mal mit. Das nehmen wir noch mit. So, jetzt müsste das doch auch verbunden sein, ne? Keine Straßenverbindung. Oh mein Gott. Ich kann nichts sehen. Da ist eine Straße. Da ist eine Straße. Ist doch da. Also. So. So, jetzt aber. Haha. So, mehr haben wir auch nicht, ne? Nee. Den Rest können dann, das machen die selber. Doch, wie kriegen wir das dann zurecht hier? Ich bin mal gespannt. Wird das alles hier gepackt kriegen? Der Kornspeicher bringt nochmal Abwechslung rein und macht. Man kann auch mal zwei bauen. Das stimmt, das hast du da so recht. Ich werde mal reinschauen. Werde mir mal angucken. Warte mal, ich schreibe mir das mal auf jetzt. Wie hieß der noch gleich? Oh Gott. Alles klar, so. Hab ich mir aufgeschrieben, wollen wir das mal angucken. So. Wie weit ist das hier? So, wir haben jetzt natürlich wieder so viel gekauft, ne? Fahrzeugimport. Ressource, was haben wir eingekauft? Was? Warte. Wie hot? Wieso ist denn das voll? Was ist denn hier los? Einmal nicht, also, einmal kurz geschlafen oder nie, ich schlafe nicht, aber nicht aufgepasst oder was? Oder wie? Sag mal. Ich sagen, Eisen hat sich heute, ne? Also Eisen ist fast voll. Das ist ja nicht zu fassen, das Ding ist voll. 1100 Tonnen. Ist ja nicht zu böse, ne? Da müssen wir mal nachhelfen hier. Mach mal den hier wieder voll. Das ist nämlich, wir kaufen wieder zu viel Kohle ein. Das muss ja nicht sein, ne? Nee, eigentlich nicht. Was haben wir hier noch rumlümmeln? Stahl. Und Zement. Aber die fahren ja fleißig Zement hin und her, ne? Das machen sie doch. Das Ding ist voll. Wir wissen schon wieder nicht, wohin damit.
146.000. Pass mal auf, da können wir doch bestimmt das zweite Stück Schiene fertig machen, oder? Das nächste Stück auf jeden Fall. Mal gucken, was das kostet. Ne, Straße war es nicht, das war eine Schiene, ne? So. So, und da ist es doch schon. Guck mal einer an. So, bis dahin und... Nein! Ei! Nein, nein, nein! Scheiße. Das war jetzt doof. Schade. Na gut, dann wissen wir jetzt auch, was das gekostet hat. War teuer. Mist. Passt da nicht mehr, weil dein Signal ist. Ich mach mal auf Pause. Reiß das Signal am Abtag. So. Die Kohle hätten wir auch noch über. So. So. Können wir das ja mal wegreißen. Zup. Signal wegnehmen hier. Zack. So. Ach nee, der muss jetzt mal da raus, ne? Oh ja, stimmt. Huch, du Schande. Hätte ich fast vergessen. Das wäre ja noch was gewesen hier. Och, das wäre ja echt noch eine Katastrophe. Wäre das gewesen. So, stopp. Das Gleis raus. Und das weg, das weg. Warum will er das nicht automatisch machen? So. Ach, jetzt geht's. Ach, muss ich ihm erst einmal zeigen, was er machen soll. Ah, schon gut so. Das war aber teuer. Uiuiui. Ui, ui. So. Jetzt ist auf jeden Fall gerade alles, ne? Alles schicko. So. Jetzt fehlt uns noch das kleine Stück hier, ne? Das ist natürlich nicht viel. Och Gott. Gut, ist eine Herausforderung. So, haben wir irgendwas Neues hier? Neuer Fahrzeugtyp? Oh, guck mal hier. Nehmen wir da mal weg hier. So. Ach, so langsam wächst das hier. Und Geld kommt rein, nicht? So wie sich das gehört. Schön. So, Gemecker haben wir auch. Sportarten. Okay, haben wir Arbeitslose? 18. 4.001. Großartig. So, 1.700 mit Mütze und 1.200 ohne. Und 957 ohne alles. Aber das ist hier oben, ne? Das wird noch verteilt. Da kommt noch ein bisschen wie Herren rein. Da gibt es noch ein Update für. Das kommt später. So, pass mal auf. Hier ist 0. Haben wir hier was drin? Oh ja, da ist noch was drin. Das ist super. Das lassen wir mal so, wie es ist, ne? Die sind ja im Stress. Das wissen wir. Hoffentlich haben wir jetzt alles belegt. Alles klar. Oh. Alle Felder drauf. So, jetzt passt es aber natürlich nicht hier, ne? Das kriegen wir nicht alles abgedeckt. Neue Fahrzeugtür verfügbar. Das ist großartig. Die kriegen wir da nicht mehr dran. Richtig? Oh, das geht noch. Können keine weitere Fahrzeuge. Keine. Oh mein Gott. Geht nicht. Tja, dann müssen wir das mal ändern. Dann müssen die Jungs, die hier sind, die haben ja nur... Das Warenhaus, Shoppingcenter, Kneipe, Modular, hast du nicht gesehen, Nahrungsmittelfabrik und so weiter. Und so. Oder wir bauen noch eine extra. Dass wir noch einen mehr machen. Ich meine, wir brauchen die ja sowieso. So ist es ja nicht. Weil wenn wir nachher noch einen zweiten Hof hier hinten irgendwo da so hinbauen, dann muss da ja auch LKW fahren und so, nicht? Das wäre ja schon gar nicht schlecht. Und wenn wir die hier vorne mit... Entweder wir bauen das hier vorne mit her oder wir sagen, wir lassen hier mal Platz für die... Zum Beispiel eine Lebensmittelfabrik. Dass sie hier zum Beispiel Lebensmittelfabrik, mein Gott. Hier mit hinbauen und hier drüben. Da, wo der Hof hinkommt. Da jetzt nicht unbedingt, aber jetzt irgendwo hier den Hof bauen und da noch wieder ein Betriebsbüro mit ran. Erweiterung Osten mit neuem Hof und neuem Betriebsbüro. Gute Idee, Anerkritikus. Und keine beim Mutti-Wohner. Nee, die haben wir sowieso nicht. Glaube ich, ne? Haben wir nicht.
Haben wir, glaube ich, gar nicht. Haben wir nie, haben wir sowieso, kann ich auch nicht gucken. Nee. Ich meine, die haben auch Wohnraum ohne Ende. Das ist ja mal das Tolle. Wir haben Wohnraum ohne Ende. Hier hinten sind alle leer. 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 Und? Na gut, da wohnen ein paar. Kann man eigentlich sehen, wie wir da drin wohnen? Ich glaube schon, ne? Waren gestern Arbeitslose? Wer war denn gestern arbeitslos? Na? Ein paar. Ungebildete Arbeiter haben wir gar nicht. Eine Grundausbildung. Guck mal. Touristen? Haben wir Touristen? Natürlich, an der Grenze. Da stehen sie rum und warten auf uns. Arbeiter mit Universitätsausbildung. Ist das nicht herrlich? 146, 159 Arbeiter wohnen hier. Mann, ist das der Hammer. Oha, der kleine ABC-Mensch, der fühlt sich echt, glaube ich, ein bisschen beschissen hier. Ich glaube, das ist, Na gut, wird schon klappen. Krieg das schon hin. Ach, bin ich ganz überzeugt. Das krieg das schon hin. Ich würde mal sagen, das machen wir. Wir erweitern das hier hinten dann mit, halt eben mit... Ach, ich sehe wieder nichts hier. Hier hinten noch einen Hof hin, mit Felder hin und hier auch unten hinten dann auch noch ein extra Vertriebsbüro. Dass wir das hier hinten mit dran klemmen. Und wie gesagt, ich muss aber vorher einmal gucken im Workshop wegen dem Lager, dem Silo. Da will ich einmal gucken, dass ich da vielleicht noch was finde. Vielleicht finde ich auch noch ein paar neue Fahrzeuge oder sowas. Das kann ja auch noch gut angehen, weil dann kann man die auch noch mit einbauen. Und wie gesagt, schreibt mir einfach mal, was wir noch oder was das nächste ist, was wir machen sollen. Ich meine, ich denke mal, Plattenbau ist auch nicht verkehrt. Plattenbau ist nicht verkehrt, weil wir das auch wunderschön hier damit ran, dahin schaffen können. Von mir aus per LKW spielt keine Rolle. Weil die Wege sind nicht so weit. Wenn wir hier noch einen Plattenbau hier oben hinbauen, dann kriegen wir auf jeden Fall Zement ran und auch Kies. Dann kann das auch losgehen, weil das Ding ist voll. Wir wissen nicht, wohin damit. So, und Kohle. Kohle läuft hier unheimlich gut weg. Das brauchen wir hier vorne. Das ist super. Ach, ist ehrlich. Endlich funktioniert mal was. Oh, das ist auch wieder bald leer, ne? Ich hätte das nicht sagen sollen. So, Autobahn ist auch fast fertig. Auf jeden Fall, ich denke mal, das Öl, das hat uns rausgerissen, aber so richtig. So, 13.000 plus, was haben wir hier an Ausgaben gehabt? Ach, das ist ein neuer Tag. Im letzten Monat haben wir 122.000 Miese gehabt, weil wir Import natürlich so viel gebaut haben. Die Bahnstrecke zum Beispiel, ne? Die haben wir gebaut. Fahrzeugimport, da haben wir was gekauft. Export? Ach, wir haben, klar. Ja, ja. Wir haben doch die Traktoren ausgetauscht, ne? War es nicht? Traktoren ausgetauscht. Was? Das war doch letzten Monat, ne? Mann, du. Ich hab keinen Plan. So. Wow. Was fährst du? Ziegel. Das ist unser Stahltransport. Der braucht auch nicht fahren. Ach ja, mechanische Komponenten. Ich glaube, die sind auch gar nicht doof, wenn wir damit anfangen, ne? Aber dafür muss das hier erstmal richtig laufen. Wenn das mit Stahl mal richtig rund läuft hier. Wir haben noch nicht mal ein Lager, ne? Ich weiß nicht, können wir da irgendwo. Gibt es da irgendwie ein Lager? Weiß ich gar nicht, ob das hier was gibt. Oh ja, doch. Guck gerne an. Da gibt es Platz für Lagergeschichten. Und zur Not schleppen wir das mit dem Helikopter hier runter. Apropos Helikopter. Was kann der denn schleppen? Steht da gar nicht, ne? Warte mal, lass mal sehen. Neue Platte kaufen. Steht da gar nicht. Leergewicht 7,5, der steht gar nicht dabei. Cargo, ohne, was hat er denn hier? Och, mir ist das nicht. 13.000 Stahlkörner, der ist ja genauso mit dem LKW, genauso schnell. Gut, der wäre ein bisschen schneller vielleicht, aber der braucht ja Sprit ohne Ende. Nee.
Nee, vergiss es. Ich kann nicht los. Das. Anna Kalikos, wäre es doof, ein paar Rubel in die Hand zu nehmen und Bevölkerung reinzukarren? Eventuell will deine Industrie ja noch arbeiten. Ja, nee, das mache ich nicht. Weil das ist sauteuer. Je mehr du einkaufst, desto teurer werden die. Und, ja, wenn du guckst hier, wir haben jetzt 40 Geburten und 4 Todesfälle nur. Also die haben bei 40 Geburten, die haben echt Spaß im Moment. Lass die mal Spaß haben. Das geht ratzfatz, dann haben wir hier, dann wachsen wir richtig gut. Das Geld sparen wir, weil das Geld wollen wir erstmal bei uns in die Kredittilgung einbauen. Weil das muss ja auch irgendwie weg, ne? Gibt's ja nichts. Wir wollen ja, ne? Oh, hier, die ersten Lampen sind schon an. Großartig. So, und jetzt möchte ich am liebsten auch den Kreisverkehr hier fertig kriegen. Fred, was hast du geschrieben? Habe ich das richtig gesehen? Ein Passagierhelikopter bei der Feuerwehr. Funktioniert das? Jo, das geht natürlich. Das geht. Schwuppsi. Funktioniert. Weil... Ich gehe mal bei der Feuerwehr rein, pass mal auf und sag mal, ein neues Fahrzeug. Für Rubel kaufen. Nein, warte. Hier. Fahrzeug kaufen. So, da ist es doch. Weil wir haben, ganz normal Helikopter, ist nämlich das hier. Ich weiß nicht, was für einen gekauft habe. Ich habe den hier, ne? Ja. Da steht nämlich Fire Bucket Water Kapazität. 2653 Liter. Ist natürlich jetzt nicht so viel, aber das ist das, was ich in Kohle hatte oder was wir hatten, ne? 46, deswegen ist er sehr billiger geworden. Der hat natürlich 4700. Oder der hier. 4700 hast du nicht gesehen. Cargo, was nimmt der denn mit? 4700 hast du nicht gesehen. Also wie gesagt, die können auch, das geht ja um Wasser, ne? Die sollen Wasser schleppen. Das ist ja das, was er machen soll. Bloß vom Krankenhaus haben wir noch keinen. Heli-Knopf da. Haben wir noch nicht. Lieferkosten? Was? Da wollte ich hin. So. Können wir jetzt nicht machen, weil wir haben keine Helikopterlandeplatte. Dann würde das nämlich auch aufkommen. Genau. Ist dir gar nicht aufgefallen. Danny. Einen Schlachter könntest du bauen. Viehzucht. Oh ja. Viehzucht wäre auch eine gute Idee. Das stimmt überhaupt. Da haben wir unten auch noch ein bisschen Platz. Da können wir Viecher. Ne? Genau. Ach du Schande. Viehzucht. Wir haben ja echt so, wir haben, guck mal, wie viel Platz wir hier haben. Hier ist noch ein Berg, der wir platt machen können. Flaches Land, ne? Aber dann hätten wir auch die, genau, Viehzucht ist eine Idee. Werde ich mir gleich mal notieren. Das sind so die nächsten Punkte. Viehzucht. Da können wir auch was rausholen. Dann sparen wir auch das wieder und dann haben wir auch wieder was zum Exportieren. So, wie weit sind wir hier? Müssen wir noch walzen oder was? Fehlt Baufahrzeug. Haben wir nur eine Walze oder was haben wir hier? Haben wir eine Walze? Tatsächlich, eine Walze ist da. Haben wir hier was Tolles? Da ist auch eine Walze. Reicht. Nicht so viel auf einmal. So, bevor wir Feierabend machen, möchte ich noch gerne... Ja, ich möchte jetzt eigentlich gerne das hier fertig haben. Das machen wir einmal fix. So, ich mache das einmal fertig. Kurz auf Pause. Warte mal, das machen wir gleich. Gleich fertig. Was kostet es der Spaß? Kann man das irgendwo sehen? Ich möchte das gerne sehen. Das ist okay. Machen wir schnell fertig. So. Zup, zup, zup. Warte mal, da fehlt noch was. Das kleine Stückchen auch noch. So. Sehr schön. Oh. Jetzt müsste der Rest ja auch noch fertig werden. Das wäre noch cool.
Wenn das noch fertig werden würde. Wenn das noch fertig werden würde. Dann können wir endlich mal wieder eine Einbahnstraße machen. Und auch den Kreisverkehr richtig laufen lassen. Straßen. So. Und zwar... So rum. Bis dahin ist es fertig. Dann können wir das hier auch benutzen. Dahin. Die Straße. Runter bis dahin. Warte mal, geht gar nicht. Warum nicht? Bis dahin. Ach, warte mal, das ist die Straße. So. Ey, du fährst verkehrt. Der auch, Alter, was seid ihr für Pflaumen? Ach nee, geht gar nicht. Doch, natürlich, kann ich da rüberfahren. Ach, der ist mit dem Kran dabei und baut gerade die Lampen auf. Ach du Himmel. Ja, hübsch. Hüss. Was wollt ihr mit so einem riesen Kran hier, Freunde? Hallo? Turmdrehkran. A2, den größten, den wir haben. Da wollt ihr doch jetzt nicht die Lampen mit aufbauen. Oder? Tatsächlich. Das macht er tatsächlich mit einem großen Kran. Ich glaub das nicht. Schade, dass man nicht besser sehen kann. Mit einem großen Kran, du, ich glaube das nicht. Siehst du, das nächste Stück ist fertig. Straße. So. Wupp. Und zurück. Siehst du wohl. Dann haben wir die Autobahn bald fertig. Ach du Himmel. Hier fehlt auch noch ein bisschen was. Was fehlt hier denn? Kann ich hier schon nach oben machen? Nee, geht noch nicht. Ach du Himmel, hier geht's richtig los. Schön, dann haben wir die Autobahn fertig. Ha. So, mach das nochmal fix fertig hier. Komm. Ein bisschen schneller hier. Herrlich. Die Autobahn. Ist er fertig? Oh ja, sieht ganz gut aus. So, warte mal. Kann ich jetzt malen hier drauf? Ich glaube schon, ne? Ah, ja, geht. Wunderbar. So, zack. Und zack. Autobahn ist fertig. Ja, Mensch. Unsere Autobahn. Großartig. So, ich denke mal, die soll auch weitergeführt werden. Ne? Also irgendwie hier rum, also hier irgendwie nicht. Aber die kann man ja auch noch hier verlängern, dass die hier noch rausgeht. Und dann irgendwie, ja, irgendwo hier, irgendwo, keine Ahnung. Vor allem hier ist auch nicht Schluss. Hier soll da auch, eventuell kann man die auch hier rumführen. Ich hab, müssen wir sehen, mal gucken. Vielleicht ne, fällt uns noch was Tolles ein. So, haben wir alle Felder bestellt. Ich hoffe mal schwer. Ne, nicht ganz. Hier wächst es vor sich hin. Wir haben April. Och, Mensch, bester Kram. Was willst du mehr? So, 3 Studenten haben wir hier. Da mache ich gar nicht gucken. Die Ochsen. Mann. Wenn man da nicht immer näher. Was ist hier jetzt? Ein Besucher von 250. Oh. Vielleicht ist das so teuer. Vielleicht zu teuer. Kann ich das billiger machen? Preisniveau. Mal billiger hier. Genau. Für unsere Leute hier, ne? Dürfen sie gerne mal. So. Sobald wir Touristen haben, wird es hier sauteuer. Weil die muss ich ja bezahlt machen, ne?
Wir verdienen ja eh nichts dran. So, was haben wir hier jetzt? Neuer Fahrzeugtyp. Hier auch nochmal. Die beiden, die kennen wir doch. So. Sport und... So, hier wohnt immer noch keiner. Hier auch noch nicht. Gut, aber der Rest, ne? Wir haben ja noch Platz, also so ist es jetzt nicht. Super. Ja, Mensch, das läuft. Das Ding ist fast voll. Hier ist zwar nicht mehr viel drin, aber immerhin. Dann kann er normalerweise wieder auf Halde, ne? Erstmal, der Zug. Genau, fahr das mal kurz weg. Dann fährt er gleich wieder auf Halde. Und schon wieder so eine lange Folge, du Mensch, doch. Ach, wir haben schon 68, ne? So, fahr das mal weg. So, schwupps, hier rein. So, haben wir das auch. Das muss erstmal weggeschafft werden. So. 119.000 machen wir plus. Alter, die Kohle rum. Das ist mehr so. Boah, ja. Dies Jahr 94.000, letztes Jahr 380.000. Kredite. Wir zahlen noch ein bisschen was zurück. So. Ganz vorsichtig, ne? 49.300 und. Ja. Es läuft. Wir machen ein Plus, ein sagenhaft gutes. Und ja, jetzt geht es weiter mit Bauen. Wir bauen jetzt wie die Verrückten wieder. Bis wir wieder pleite sind. Mal sehen, wann das ist. So, und die Folge ist durch. Da sage ich doch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und nicht vergessen, nächstes Mal wieder einschalten bei Walkers and Resources. Bis dann. Ich bin dann mal raus. Tschüssi.